Ja, ich habe mein Stego in der letzten Nicht-Aufnahme in meinem letzten Play. Ich wollte ein bisschen was craften verloren. Das habe ich mir jetzt einen neuen gezähmt. Ihr seht, er ist ein bisschen verblutet. Macht aber nichts. Wir brauchen jetzt. Das ist ein Kano, oder? Shit. Wo geht's Richtung Base? Dahin, wo das grüne Ding ist. Alles klar. Wir müssen mich jetzt noch Narco-Berries ganz viele sammeln. Und der hier ist jetzt sowieso Level 18, unser anderer war auch Level 18. Das heißt, wir haben jetzt schon einen stärkeren. Finde ich gut. Finde ich super. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und ich habe ja immer die Pilze weggeschmissen. Die braunen Pilze sind eigentlich super. Die braunen Pilze sorgen nämlich dafür, dass du nicht dehydrierst, wenn du in diese Pilze reinläufst. In die roten Pilze. Die tun das dann quasi aufheben. Wo ist der Kleine? Da. Ich trage dich mal lieber. Aua. Stego gegen Stego. Aber einer hat ein Problem. Aua. Musik spackstet schon wieder rum. Ich habe mir auch überlegt, die Musik komplett auszustellen, weil wir hören sie eh fast nie und wenn sie dann kommt, dann ist ein bisschen bescheuert. Dann lieber In-Game-Sound. Ein Kampf der Schwänze. Wer wird gewinnen? Naja, Level 3. 19 ist schon ein bisschen stärker wie Level 3. Boah, hat auch nicht so viel Schaden bekommen. Level up. Geil. Sau nice, Junge. Dann erstmal 1000 Leben. Boah, er hat sogar 1100 schon. Und er hat, glaube ich, sogar ein größeres Inventar jetzt schon. Finde ich geil. Oh, es war gelb. Egal. Er hat noch genug zu fressen. Das ist nicht egal, du Höhlentroll. Oh. Ich bin noch zu viel zu fressen, eher. So. Hier geht's zur Base. Ist das da hinten schon die Base oder ist das ein riesiger Stein? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich bin von da oben mal runtergefallen. Beziehungsweise. Bin da abgestürzt. Von ganz da oben darunter habe ich ja gestorben, deshalb weiß ich, dass da das grüne Lichtchen ist. Ist ein Stein. Wir brauchen auch noch neue Pfeile. Wir haben ja noch 100. Also ein Stack will ich machen, um nochmal ein bisschen
Erfahrung zu bekommen. Narkotics. Verfaultes Fleisch. Gut, das haben wir mehr als genügend, wenn wir einfach nur in den Dinosaurier reingucken. Ich glaube, verfaultes Fleisch wird uns niemals ausgehen. So, jetzt hoffen, dass hier kein Kano oder Spinnerich. Ich nenne immer die Spinnen Krabben. Also die Krabben immer Spinnen. Das sind tatsächlich Krabben und gar keine Spinnen. Auch die werden wir uns jetzt in einer der nächsten 5 Folgen zähmen. Also ich will jetzt erstmal 10 Folgen machen. Da oben ist immer noch der Bär. Ich will diesen Bär. Der Dire Bear ist da. Da ist niemand. Da ist niemand. Oh, ein Dödel. Da hinten ein Schaf. Da kann da schon mal nichts sein, was einen frisst. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, wie man den Basilisken jetzt sehen. Ich glaube, da werden wir im Singleplayer Probleme bekommen. Da muss ich nämlich ein befruchtetes Ei hinschmeißen. Und sein Rage quasi auf sich ziehen. Und wenn ich das im Singleplayer mache, dann habe ich ein Riesenproblem eigentlich. Es wird nicht einfach, aber wir werden es irgendwann schaffen. Jetzt geht es erstmal darum, dass der Stego sich nicht wieder verläuft. Hallo? Kommst du? Du musst doch nur nach links schwenken und kommen. Und ich will Steigbügel machen. Ich will unbedingt in so einer richtigen Wand hochklettern. Mal gucken, was da oben ist. Es gibt ja diese Steigbügel. Es gibt sogar Gleiter. Ich will auch einen Gleiter haben. Also wir haben jetzt den nächsten 10 Folgen mega viel zu tun. Ich habe viel offline zu tun, weil ich, was ist das Blaue, viel Metall finden muss. Da vorne die Roll Red. Den will ich gerne in dieser Folge zählen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Boah, da kommt die Krabbe. Aber ich habe noch keinen Honig. Das verschieben wir dann doch lieber auf die nächste Folge. Und wir können auch die Schildkröte erstmal zählen. Wir brauchen ja noch eine Schildkröte. 15. Solange er hier bei uns rumchillt, ist alles gut. Und wir brauchen noch einen zweiten Diplokodus. Mit dem zweiten Diplokodus können wir nämlich dann uns Eier machen für den Basilisken. Da ist der Diplokodus. Da ist ein Kano. Wir brauchen auch noch einen Kano. Ich will ja jedes Vieh, was es hier auf dem Server gibt, 1 bis 2 Mal haben. Und manche halt mehr, wie Raptoren. Da hätte ich gern eine kleine Raptorenarmee. Oder ganz viele Dodos. Das Dödelse. Dödelse mit der Dödel. Düdudikorus. Komischer Name. Ja, fress noch. Fress noch mehr, genau. So, dann sind wir erstmal hoch genug. Wenn wir dann da fertig sind. Ich glaube, da oben wird einfach nur so eine Flugbahn. Für unsere quasi, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Drachen, sage ich jetzt mal dazu. Sieht aus wie ein Drachen. Dö-dö. Ja,
Aberrant Rape Tour. Yeah. Na, das gibt einiges. Geil. Ich mag den Stego jetzt schon. Der craftet viel mehr wieder, Alter. Der ist nützlich. Der ist stark, der ist super. Ja. Wie bist du jetzt eigentlich rausgekommen, Dodo? Unglaublich. Wie kleine Ameisen. Mach die Tür auf und direkt hier in die große weite Welt. Ja. Ja, die vergessen die Tür zuzumachen. Ja, da gehe ich mal schnell weg. Sowas. Verrottetes Fleisch. Ach, da passt nicht mehr hin. Ich würde sagen, hä? War komisch. Ach so, ich habe 3 neue Steinwände. Was machen wir mit den Steinwänden? Steinböden? Natürlich Böden errichten. Und zwar möchte ich auf den Etagen überall Steinböden. Tatsächlich und kein Holz. Kein Boden oder Einrastpunkt. Ach, das kann ich nur unten setzen oder was? Dann sein müssen. Bauen wir es und verkaufen uns gerade wieder. Dann brauche ich Dächer, die als Böden. Und zwar muss ich die erst freischalten. Die habe ich mich noch nicht, das weiß ich. Stein, Stein, Stein. Und ich habe jetzt auch eine Angel und ein Holzschild gemacht, weil wir werden mal angeln gehen. Ich will nicht mal gucken, was ich hier... Fallschirm, das brauchen wir auch noch. Wir können ja mal gucken, hier ist der Stein da. Wo ist der Gleiter? Speerbolzen. Lanze. Harzsammler, vielleicht kommen dann die Bienen nicht. Metallschild. Harpune. Metalldach. Geierbiersattel. Hinterhaken. Das sind die. Neun. Ja, die sind gar nicht so schwierig herzubekommen. Kommt im Radio auch ein Radiosender eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir haben es gerade abgespeichert. Warum sind wir jetzt so überladen? Hey, warum sind wir jetzt wirklich überladen? Ach so. Ich verstehe. Struktur. Stein. Dach. Ging ja nur 2. Aber wir können wieder rennen. So. Ja, genau. Die Böden sollen aus Stein. Aus Stein gemeißelt. Hallo? Danke. Weg da. Wie das einfach immer noch craftet. Zinnpulver, Zinnpulver, Zinnpulver. Der ist aber aus, oder?
Spinne. Spinne. Krabbe. Krabbe, keine Spinne. Warum sage ich immer Spinne? Nicht, dass der jetzt in den Krokodil geht, das Krokodil alleine kommt. Das wäre mies. Eventuell baue ich mir noch so Katapulte hier hin. Dann da hier oben irgendwo. Oder da oben in so einen Baum. Boah. Die so in die Bäume dann so Katapulte, die ja noch umschließen. Ist ja wild, heiß auf mich? Nee. Geh aus meiner Base. Ich sag's dir im Guten. Nein. Er scheint aber nicht über den Zaun zu kommen. Ihr zwei geht da lieber weg. Ihr sterbt uns sonst gleich. Guanodon. Wir nächsten halt immer ein Level ab. Ja, zwei Level ab sogar. Nein! Komm zu mir! Lass die in Ruhe! Lass meine kleinen Ruhe! Lichtbosaurus ist gestorben. Unsere Lystro ist gestorben. Okay, jetzt sehen wir uns einen neuen. Wir haben ja gerade einen in der Base. Hoffentlich ist es auch ein Weibchen. Oder? Ich weiß gar nicht, was wir haben. Männchen oder Weibchen. Ist doch mal. Wir haben noch was anderes zu tun. Ja, die halten halt nichts aus. Weiblich. Noah Edelstein. Was bist du? Männlich, passt doch. Sogar ein Lystro, der stärker ist. Naja, Glück im Unglück, sag ich mal. Die Steine hier will ich noch wegmachen, die nerven mich. Passen hier gar nicht hin. Die Büsche können wir lassen. Baum kommen wir eh nicht weg. Bei dem Baum bauen wir uns ja noch drauf. Boah, 0,9. Auf jetzt. Auf, ich will nochmal was ziehen. Außer dich. I believe I can fly. Eieiei. Ei, das ist halt das Blöde. Ich meine, wenn wir hier irgendwo in der Nähe gerade rumchillen, wenn so eine Spinne da drüber kommt, die frisst uns so ganz im Kleinen. Das ist richtig mies. Wow. Ich hab nicht gedacht, dass uns mal... das verschimmelte Fleisch ausgeht. Muss es auch hier sein. Über 2000 schon leben. Leben oder sterben? Hä? Wieso abreißen? Hundert Stück sollte ich schicken.
Level up! Kann man wieder was Geiles machen? Hallo? Laseraufsatz, Baumetall, Plattform aus Metall. 1200 kostet eine normale. Boah. Kann man die eigentlich auch zähmen? Nee, gell? Dann krabbelt hier so ein Trillobike rum. Wäre eigentlich ganz witzig. Soll ich ihn holen? Ach so, nur verrottetes Fleisch. Gehirn wie ein Sieb, Alter. Da hängt ein Para fest. Wenn das noch das Para ist. Das genießt ja doch so. Also manchmal macht mein Magen so komische Geräusche, ich weiß auch nicht. Der Schwanz ist ab. Yay! Und jetzt auf zum Bären! Und er soll sich nicht wehren! Sei denn, wir finden noch irgendwas Geiles. Mit der Armbrust vor allem. Ich sehe jetzt das erste Mal, dass ich die Armbrust hier zeige. Weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt mal gleich mit dem Bogen geschossen die ganze Zeit. Die Armbrust hat natürlich mehr Schaden. Macht auch mehr Torpor. Allerdings. Manchmal ist der Schaden zu hoch, dass man das Problem dann bekommt, dass mir nicht mehr den Dinosaurier überleben lassen können. Hängt er fest? Hängt er fest? Level 4, weiblich. Level 4, weiblich. Was haben wir für einen? Ja gut, der Level wäre mir jetzt bei den Diplos sowieso egal. Mir geht es nur darum, die Eier zu bekommen tatsächlich. Was hat unsere Diplo? Unserer ist männlich. Unserer ist männlich. Heißt, wir könnten ihn uns holen, um Eier zu machen. Also ich wollte mir in dieser Folge entweder einen Bären ziehen oder den Roll Red. Ich glaube, der Bär ist auch gestorben, weil der lief die ganze Zeit da, wo der Kanu ist lang. Komm, erzählen wir jetzt einfach. Da oben noch der Bär. Da läuft der Bär. Vier. Was frisst der denn? Ball mit der Armbrust.
Boah, der war vorbei. Ich glaube, der andere Diplo war Level 1, den wir gezähmt haben. Boah, der blutet schon. Was war der Kopf? Ja! Er macht Haya. Start im Inventar. Inventar. Danke. So, nächster. Ich würde gerne an dieses Gas hier kommen. Ich weiß aber nicht wie. Es gibt bestimmt so eine Gaspipeline oder irgend sowas. Welches Level hätte er jetzt gehabt? Er ist auch verfangen. Level 24. Wisst ihr was? Jetzt hier muss ich nur noch. Mein Level 24 wäre schon mal besser als unser Level 8 oder was er jetzt hat. Das hier wird jetzt eine mega 10-Folge. Ich bin so mies, dass sie sich gar nicht wehren können. Sie können einen ja nur zurückstoßen. Selbst wenn jetzt Level 1000 der hätte. Oder es würde jetzt 100 Jahre dauern, ihn zu betäuben. Kann ich ja nicht aufzählen. Sieht nicht so aus. Dann brauchen wir neue Pfeile. Hey, der ging vorbei. Aber ich will nur zwei haben, das heißt, wir lassen dann den anderen sterben. Weil die Diplos sind so groß und einfach. Außer Eier machen nutzlos. Faltig vor allem. Er rennt. Wie viel hält er denn noch aus? Aber auch so ziehen. Mit Nature Berry. Ich hoffe nur, dass er nicht jetzt gefressen wird. Von Piranhas zum Beispiel.
Zu, Armbrust kaputt. Aber wir gucken jetzt. Hier dieses Stückchen ist noch nicht fertig vom Zaun. Den Rest haben wir jetzt alles fertig. Habe ich, glaube ich, zur letzten Folge alles davor fertig gemacht. Vorankommen in der Base. Also so langsam kommen wir ja richtig geil voran. Wenn das jetzt noch mit einem Baumhaus dann funktioniert, oh, das wird so eine geile Base. Wenn das einigermaßen so funktioniert, wie ich es in meinem Kopf drin habe, ich sage euch, das wird so geil aussehen. 66%. Weiblich und männlich. Wir verduschten. Sollte eigentlich ausreichen. So. Jetzt Armbrust. Und töt so bitte. Kann den Dodos nicht vertrauen, die laufen hier überall durch die Gegend. Und ich muss unbedingt doch eine Metallader wieder finden. Passieren. Ach, wir müssen mal Pfeile machen. Wir brauchen Pfeile, kleine Pfeile. Ich glaube, Pfeile ist das geringste Problem. Haben wir noch was? Nein. Lass uns mal welche machen. 23 komme ich jetzt nicht mehr so weit. Beine haben natürlich jetzt extrem viel gekostet. Aber die sind halt auch geil. Ich meine, Level 24, Leute. Vielleicht kriegen wir den sogar auf Level 30, wenn wir den Netz zähmen. Während des Zähmens. Danach können wir auf jeden Fall suchen. Obwohl ich unseren Dino ja eigentlich hier mag. Der hat doch schon 2000 Leben. 13 ist er jetzt schon mittlerweile. Ich will eigentlich nicht, dass er jetzt stirbt. Behalten wir ihn erstmal. Wir können ja immer noch entsorgen. Und so schnell wird er auch nicht sterben, denke ich mal. Das waren am irgendwann mal. Das gleich los geht's. Ich hätte natürlich der Trainer die Scheine kaputt machen können. Wäre schlauer gewesen wahrscheinlich. Hasen. Ich glaube, wir haben gleich den Strom. Ach, guck mal, der ist schon fertig. Wie geil. Level 5. Naja. Ist aber trotzdem höher als der andere, den wir erst hatten. Ich befreie dich. So nett bin ich zu dir. 3 Metall. Wie viel Leben hat er jetzt schon?
1,6. Aber 1,6 mit Level 5. Leute. Und der hat noch 13 Level. Das heißt, er wird auf jeden Fall stärker. Wo ist der Bär hin? Oh, ich will alles sehen, was hier gerade dran läuft. Jetzt habe ich zwei Dieblos gezähmt, 10 Millionen Pfeile verworfen. Du bleibst jetzt stehen. Wo ist der Bär hin? Eigentlich wollte ich ja den Bär nur ziehen. Irgendwie, ich werde von den Dinos immer abgelenkt. Er liegt noch, er ist nicht gefressen. Das ist schon mal gut. Ach ja, er kann gar nicht gezähmt sein, weil er gar nichts zu fressen hatte. Er muss. Und zwar schnell. Gut, jetzt frisst er dich. Aber er hat jetzt auch Sauhunger gehabt. Das heißt, die ersten 10, 20 Bärchen wird er jetzt einfach so fressen. Oh, ich hab ganz vergessen, dass er noch gar keine Bären hatte. Shit, man. Der Bär. Da ist. Da. Alter, sehen die anders aus? Nein! Ja, verbuggt! Wie geil! Doch nicht geil. Aua! Immer um den Stein! Dann hau ich dir eine rein. Ich häng fest! Ich häng fest! Alter, mein Bulbdog ist auf mir gestorben. Was war das denn? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Alter, ich hing in dem Stein fest. Das war der beste 10-Versuch aller Zeiten. Vor allem, ich konnte nichts machen. Ich hing in diesem Stein fest. Erst so, hoffentlich hängt er gleich im Stein fest. Dann bin ich selbst in dem Stein. Und denke so, willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Willst du mich verarschen, Mann? Der Hund übrigens. Fuck, man. Er blutet. Und ich will auf jeden Fall noch 4 Tore hier reinbauen, weil mit denen kann ich mich dann schön... mir so eine Fangbase bauen, dass ich die dann auch immer zähmen kann. Das ist nämlich eine richtig geile Idee. Dann locke ich die da rein und zähme die dann immer. War ein Tipp von einem von euch übrigens. Hat er schon bei jemand anders da gesehen? Er hängt fest! Alter, die hängen ja alle fest heute. Ich hab kein Fleisch. Level 13. Ich hab kein Fleisch. Wo nehme ich jetzt das Fleisch her? Der ist schneller. Schnell, 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 schnell! Ich will den Bären, Mann! Schnell, 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 schnell.
Schnell. Schneller. Ist hier ein Stream heute verlieren. Lange Folge. Geht schon 40 Minuten jetzt, oder? Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, aber so ungefähr. Er frisst immer noch da unten. Nicht, dass du noch ertrinkst, mein Freund. Ich meine, wir haben einen Diplokodus gezähmt. Wir haben jetzt einen zweiten Diplokodus am Boden. Und wir haben einen Bären, wenn ich wüsste, wo er liegt. Da hinten am Stein. Oh, Herr Schnarch. Oh, wie geil. Wir haben gleich einen Bären, Leute. Raptoren und Bären. Zurzeit absolut meine Lieblinge bei dem Spiel. Aber wir haben Bullfrog schon wieder verloren. Ich wüsste gerne mal, wie viele wir schon verloren haben mittlerweile. Das ist heftig. Level 4. Welches Level hat er? Level 4. Und er? Level 4. Level 2. Noch schlechter. Guck ich mal aus der Stege oben noch für ein Level hat. Wir brauchen ja eh noch ein Sparlingspartner. Boah, ich muss so auf Toilette. Zähmt mal schneller, Freunde. Wir haben gleich einen Bär, Leute. Wie geil ist das denn? Welches Level hat er? Und wo kommt der überhaupt her? Ach, das ist der Level 4er, gell? Level 8. Wo ist der Bär? Stein war mir, ich habe nicht mehr gesehen. Plus 6. Ja, das ist doch schon mal super. Dann hat er nämlich Level 19. Dann ist er schon mal richtig stark. Ich glaube, den Bären werde ich jetzt immer mitnehmen. Spino ist mir einfach zu groß. Spino ist zwar mein Liebling. Oh, plus 10 hat er mit 34. Wie geil ist das denn? Spino ist zwar mein Liebling, aber der Bär ist wendiger, schneller und kämpft wie ein Bär. Ach, das war er von hier oben. Schade. Alter, noch ein Bär. Alter, ich muss es einfach tun. Sorry, Leute. Ich muss es tun. Skorpion. Aua! Er kommt nicht hoch! Wie geil. Ich schieß vorbei. Alter, zwei Bären zähmen. Zwei Diplokodus und zwei Bären. Was eine Folge. Aber ich habe schon wieder kein Fleisch. Bleib stehen! Renn doch nicht weg. Aber wenn der liegt, beenden wir die Folge und machen dann in der nächsten weiter. Und in der nächsten Folge werden wir dann die beiden zähmen. Bis gleich.